Ein Spielplatz sollte ein Ort der unbeschwerten Freude sein. Hier sollen Kinder lernen, mit Gefahren umzugehen und sich motorisch weiterentwickeln. Spielplatztests von TÜV Rheinland zeigen, rund 3/4 der untersuchten öffentlichen Spielplätze weisen Sicherheitsmängel auf. Hier ein paar Tipps, um Unfallgefahren auf Spielplätzen mit wenigen Blicken und Handgriffen zu erkennen. Der Boden sollte frei sein von Unrat, Ästen, Steinen oder zerbrochenen Flaschen. Achten Sie auch auf Schäden durch Vandalismus. Diesem unschönen Treiben ist leider nur schwer beizukommen. Auf einem regelmäßig kontrollierten Spielplatz werden die Untergründe und Fallräume um die Spielgeräte herum penibel gepflegt und gewartet. Zum Beispiel liegen keine porösen Gummiplatten herum und auch Rindermulch oder Sand sind ausreichend vorhanden. Wachsen auf dem Spielplatz Pflanzen mit Blüten und Beeren, die Sie nicht kennen bzw. giftig sind? Achten Sie zum Beispiel auf Stechpalmen, Goldregen, Seidelbast oder Pfaffenhut. Kleine Kinder stecken Beeren gerne mal in den Mund. Das kann gefährlich werden. So ein Busch mit solchen Stacheln, also eine Berberitze, die gehört hier nicht hin. Wenn beispielsweise Kinder hinter so einem Ball herlaufen und laufen in das Gebüsch, können sie sich an den Dornen schwer verletzen. Hinzu kommt, diese Wunden entzünden sich leicht. Auf deutschen Spielplätzen gehören diese Sträucher nicht hin. Nach einem Sturm sollten die Baumkronen an einem Spielplatz nach Totholz abgesucht werden. Es drohen runterfallende Äste. Von rostenden Schaukelketten und Klettergerüsten sowie von morschem Holz, wie beispielsweise bei Balancierbalken, Kinder fernhalten. Die Gefahr von schweren Unfällen ist zu groß. Diese Geräte müssen erneuert werden. Spielgeräte und deren Untergrund bzw. Befestigung genau anschauen und durch Belastung prüfen. Eltern sollten im Zweifel selbst das Gerät testen, bevor der Nachwuchs sich darauf austobt. Wackelige Geräte grundsätzlich meiden. Auf scharfe Kanten achten, zum Beispiel durch hervorstehende Schrauben, Nägel oder Gitter. So ein Schild finden Sie auf jedem Kinderspielplatz. Dort sehen Sie den Namen des Betreibers, idealerweise auch eine Telefonnummer. Wenn Sie jetzt als Eltern, Oma, Opa Verunreinigungen auf Spielplätzen feststellen, Vandalismusschäden oder andere Beschädigungen, bitte sofort anrufen, nicht wegschauen. Nur so können wir alle helfen, dass unsere Spielplätze sicherer werden. Kommunen und Städte sind verpflichtet, ihre Spielplätze zu warten. Regelmäßige Sicht- und Technikkontrollen werden dabei ergänzt durch einen großen Komplettcheck pro Jahr. Hier werden auch Fundamente kontrolliert. TÜV Rheinland bietet den Betreibern von Spielplätzen Unterstützung an. Sowohl bei Inspektionen und Reparaturen, als auch Lehrgänge zum Thema Spielplatzsicherheit. Außerdem kontrollieren wir Spielgeräte direkt bei Herstellern, bevor sie auf den Markt kommen. Ein GS-Zeichen auf dem Herstelleretikett weist dann auf die geprüfte Sicherheit hin. TÜV Rheinland wünscht ihren Kindern viel Spaß beim Spielen. Beim sicheren Spielen.